Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier in Sunkenland. Und in der letzten Folge haben wir ja schon hier erfolgreich angefangen, haben schon ein bisschen was gelootet und schon uns ein kleines Fundament inklusive Wasseraufbereiter und kleinem Grill gebaut, sowie ein Bettchen, unsere kleine Ente platziert und eine Holztruhe. Und heute werden wir auf jeden Fall weiter looten gehen. Und werden mal schauen, dass wir uns vielleicht so ein kleines Paddelboot erstellen und dann schon mal vielleicht hier das ein oder andere uns ansehen. Aber vorerst müssen wir erstmal ein bisschen was essen und was trinken. Deswegen nehmen wir hier mal, würde ich sagen, den gebratenen, nee, den Krebs nehmen wir nicht, oder? Weil der bringt uns auch viel Energie. Wir nehmen mal hier und die Erdbeeren mit. Und dann scheffeln wir uns die erstmal noch fix rein. Oh, die Pilze waren nicht gut anscheinend. Dann nehmen wir doch die guten Erdbeeren. Ja, die Samen, die legen wir mal zurück. Da können wir uns dann zu gegebener Zeit ein Beet bauen. Wir brauchen für das Paddelboot 15 mal Schrott und 6 mal Komponenten. 15 mal Schrott. Wir haben 6 mal Schrott und Komponenten haben wir 2. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen auf Suche gehen. Und wir haben ja demnächst hier links ein bisschen angefangen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal hier noch ein Stück um unsere Insel drumherum und gehen mal hier runter und schau mal, was wir dann hier Gutes finden noch. Oh, das ist hier ja schon alles ziemlich weitreichend. Ah, hier sind noch ein paar Gebäude. Perfekt. Dann tauchen wir hier nochmal ganz kurz auf und gehen hier einmal runter. Hier beim Auto kriegen wir gut Schrottmetall. Und auch ein Komponent. Das ist schon mal prima. Ah, hier ist nur eine Bridge. Aber da unten ist noch ein Häuschen. Ich glaube, da tauchen wir lieber noch mal auf. Bevor uns nachher die Luft ausgeht. So. Und dann gehen wir hier einmal runter. Und gucken mal, was uns denn hier in dem gute Häusle erwartet. Ah, Kleidung, Leute. Kleidung. Das nehmen wir alles mit, natürlich. Hier kriegen wir noch ein bisschen Stoff. Holzplanken, Stoff, Holzplanken. Und dann müssen wir auch schon wieder raus. Oh, 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 oh. Ich glaube, das wird richtig eng, Leute. Oh, oh. Ich bin gespannt, was passiert, wenn uns die Luft ausgeht. Ah, boah. Okay. Wenn uns die Luft ausgeht, dann geht uns anscheinend auch die Ausdauer aus. Und dann auch, glaube ich, ein bisschen Lebensenergie. Müssen wir auf jeden Fall ein bisschen besser drauf achten. Oder ich muss da eher gesagt ein bisschen besser drauf achten. Sonst geht das hier nachher ganz böse aus. Hier ist noch ein bisschen Schrott. Den nehmen wir natürlich mit. So, wir brauchen auf jeden Fall noch jede Menge Komponenten. Hier beim Auto eventuell. Einwandfrei, Leute. Das läuft doch. Genial, Alter. Mega. Mega. By the way, das Spiel gefällt mir bisher tatsächlich richtig gut. Sieht auf jeden Fall erstmal für den ersten Blick sehr umfangreich aus. Und öffnet mal hier ein paar neue Wege. Also, finde ich sehr cool. Finde ich sehr, 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 sehr cool. So, wo ist hier der Eingang? Hier, wunderbar. Alles durchsuchen, alles mitnehmen. Oh, da waren Arbeitshandschuhe drin, habe ich gerade gesehen. So, dann gehen wir erstmal raus. Oh, da hinten können wir mal hinschwimmen. Oh, das sieht auf jeden Fall hier sehr gut aus. Auf Runner. Auf Runner, Leute.
Was gibt es denn hier alles? Ah, noch auf jeden Fall ein Schrotthaufen. War hier noch irgendwas? Nee. Dann gehen wir hier mal wieder hoch. Was sagt unser Inventar? Ah, ist schon knapp. Aber wir können ja schon mal. Oh Mann, ey. Okay, wir haben hier Arbeitshandschuhe, Rüstung plus 1 oder weiße Handschuhe. Ich würde sagen, wir nehmen einmal die hier. Oh, es gibt auch einen Rucksack. Ich glaube, dann wird unser Inventar vergrößert. Ebenso eine Mütze, eine Weste. Ah, okay, ich sehe schon. Hier sieht auf jeden Fall sehr sexy aus, der Kerl hier. Mit, mit dem Röckchen. Wir könnten ihm natürlich auch ein paar sexy Schuhe anziehen, aber ich glaube, jetzt machen wir nicht. So, genau. Auf jeden Fall schon mal gut. Wir haben hier ein bisschen was mitgenommen. Gucken wir mal, ist hier noch was drin? Hier ist nix. So, hier ist noch... Aha, neue Lage entdeckt, unbekannte Ruinen. Oh, was haben wir hier? Steinhaufen. Oh, wir brauchen wieder Luft, Leute, ey. Es ist echt krass. Also, mit der Luft, da muss man auf jeden Fall gut aufpassen. Und darauf wirklich achten, dass wir hier nicht sterben. So. Schrott, 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 Schrott. Oh, hier ist noch eine Kiste. Was Gutes drinne. Alles nehmen. Alles mitnehmen. Oh, wir brauchen wieder Luft. Oh je. Also das mit der Luft ist uns, also ist aktuell auf jeden Fall ein Problem. Aber ich hoffe doch, dass sich das bessern wird. Ja, hier ist noch ein Auto, sehr gut. Wir brauchen unbedingt Komponenten, damit wir unser Paddelbötchen bauen können. Wie sieht es da aktuell aus? 7 Komponenten. Ja, das sollte zumindest definitiv reichen. Aber wir sind ja jetzt noch nicht voll. Wir haben noch 2 Slots frei. Ich würde sagen, wir nehmen hier noch mit, was wir mitnehmen können. Wunderbar. Hier unten noch was? Nee. Da unten ist noch ein Schrank, den nehmen wir mit. So. Ist auch interessant, ne, dass der hier unter Wasser hier mit dieser Axt hier so rumhantiert. Das ist hier. Schrottmetall, okay. So, nochmal hoch. Ja, ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg zurück, Leute. Und dann craften wir mal fleißig weiter. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir hier jetzt unser Paddelboot... Boah, ja, Paddelboot. Oder wenn wir noch 2 Seile hätten, dann könnten wir auch direkt ein hölzernes Segelboot erstellen. Aber... Ich weiß jetzt aktuell nicht, wo wir Seile herbekommen. Deswegen bauen wir uns erstmal ein Paddelboot. Bam. Leute, geil. Da ist sogar eine Kiste drauf. Sehr geil. Oh, nice. Was? Schubboot oder fahren? Oh, Leute. Let's go. Jetzt können wir hier die Welt ein bisschen unsicher machen. Das ist doch geil. Dann fahren wir doch mal hier rüber. Ne, warte, warte. Moment, Moment, Moment. Wir müssen erstmal uns leeren, weil sonst haben wir nachher hier Farbe ändern. Ah, wir können die Farbe ändern von dem Teil. Das machen wir mal blau. Und dann machen wir erstmal die Truhe voll. Achso, wenn ich alles nehmen mache, dann geht alles da rein. Okay. Dann erstmal alles hier rüber. Was wir jetzt nicht brauchen. Ungefähr, by the way, alles.
Hier haben wir auch einen Benzinkanister. Ah, okay, da können wir dann unseren Booten Antriebskraft geben. Sehr nice, Leute. Sehr cool. Was ist denn Schubboot? Oh, das heißt, wir können das... Nein, stopp, 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 stopp. Bleib hier. So. Dann düsen wir mal rüber, würde ich sagen. Da hinten, weiß nicht, ob wir erst zum Turm fahren. So, wir fahren mal, ja, wir fahren mal zu dem Turm. Gucken wir, was uns da bei dem Turm erwartet. Hier ist eine neue Lage. Hier gibt es ein Dorf. Die Frage ist, es ist wahrscheinlich unter uns, das Dorf. Aha, okay. Da unten steht ein Traktor. Auch nicht, auch not nice. Auch nicht bad, so rum. Dann schauen wir mal, ob wir den auch looten können. Jawoll. Schrottmetall, Komponenten, Schrottmetall, Glas, Benzin, Gummi. Oh, 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 oh. Da kriegen wir auf jeden Fall jede Menge Zeug raus, Leute. Was auch bedeutet, wir müssen, weil das jetzt schon so wieder so lange gedauert hat, erstmal wieder auftauchen. Und dann gehen wir direkt wieder runter. Und gehen mal hier in das Häuschen rein. Gucken, was hier ist. Aha, hier ist auf jeden Fall noch jede Menge Schrottmetall. Das müssen wir alles mitnehmen, Leute. Ah, da müssen wir schon wieder raus. Verdammt nochmal. Oh je, oh je, oh je. So. Und nochmal runter. Auf geht's. Ah, hier ist auch noch ein Platz. Also noch eine Schrottstelle. Und dann gucken wir, dass wir noch schnell hier das im Haus mitnehmen können. Und dann können wir direkt hinten wieder raus. Ich glaube, hier das Sofa auch. Boah, ja, das war aber knapp, Leute. Oh, jetzt aber schnell hoch, jetzt aber schnell, schnell hoch. Oh, 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 oh. Oh ja, da geht auf... Ja, ich habe es gerade gesehen, da geht auf jeden Fall unsere Energie hoch, runter. Packen das mal noch hier rein. Das Benzin können wir da hinzufügen. Komponenten können wir da hinzufügen. Den Stoff dahin. Jetzt haben wir noch Gummi, Glas, Holz. Oh, wir haben noch ein Hemd mit geschlossenem Kragen. Das sieht ja... Ich weiß auch nicht, das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber gut. Nicht so schlimm. So. So, so. Okay, Leute. Auf geht's, weiter. Wir brauchen Zeug. Am besten wären ja mal ein paar Seile. Wie sieht's aus hier bei diesem Müll? Ah, da können wir auch suchen. Was gibt es hier Schönes drin? Oh, jede Menge. Alles mitnehmen natürlich. Gucken wir uns gleich an. Und dann gucken wir dann, dass wir hier das Auto noch mitnehmen. Ey, 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 ey. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, und schnell hoch. Oh, 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 oh. Puh. Okay, Leute. Wo ist unser Boot? Da ist unser Boot. Da hinten ist ein Schiff oder so. Ich würde sagen, da düsen wir mal noch rüber zu dem Schiff und schauen uns mal an, was da Jutes gibt. So. In die Truhe können wir jetzt nur noch den Stoff reinpacken, die Komponenten. Ja, dann ziehen wir mal lieber die Buchse an. Das sieht besser aus als hier dieser Mini-Rock. Und ein Magazin. Ziemlich wertvoll. Der Verkauf an Händler kann erheblichen Gewinn erzielen anscheinend. Okay, geil. Das heißt, es gibt hier tatsächlich auch irgendwo einen Händler, bei dem wir das Ganze dann verkaufen können. Das ist auf jeden Fall auch schon mal sehr geil. By the way, ich würde sagen, wir essen mal hier einmal die Dose. Und wir brauchen auch langsam mal wieder was zu trinken. Deswegen essen wir, glaube ich, mal noch die drei Erdbeeren. Wunderbar.
Jetzt fahren wir mal noch schnell rüber zu dem Bötchen da vorne. Das gucken wir uns auf jeden Fall jetzt noch an, Leute. Okay, Leute. Ich glaube, das ist noch nichts für uns, denn das ist ein Mutantenfloß. Und ihr seht es auch, da sind Leute drauf. Ich glaube, da gehen wir vielleicht besser jetzt mal noch nicht hin. Das, da lassen wir mal lieber noch ein paar Tage verstreichen, bis wir uns vielleicht auch generell ein bisschen besser aufgestellt haben. Sprich, vielleicht ein paar Waffen und so weiter und so fort. Denn ich glaube, so können wir gegen die definitiv nichts ausrichten. Das wäre sonst erstmal Quatsch. Also einmal wieder zurück zur Insel. So, Leute, dann... Achso, wir müssen dann ja auch gleich hier mal leer machen. Ich glaube, wir bräuchten noch eine größere Truhe. Vielleicht gehen wir auch mal ganz kurz hin und gucken mal, ob wir vielleicht schon eine Holzwand und sowas erstellen können. Holzwand mit Türschlitz. Holzboden. Das kann nur auf Pfeilern gesetzt werden. Ein Dach. Eine Holztür, ein Fenster und eine Leiter. Vielleicht setzen wir mal eine Wand. Ja. Ist doch schon mal geil. Das sieht doch schon mal richtig gut aus. Ja, noch eine Wand hin. So, jetzt brauchen wir erstmal noch ein bisschen Holz. Das heißt, wir gehen mal in unsere Truhe, füllen mal noch ein bisschen was an Materialien rein. So, jetzt haben wir hier Holz, Holz, Holz. Dieser Minirock. So, also dann weiter. Machen wir noch eine Tür. Die Tür, würde ich sagen, setzen wir mal dahin. Direkt neben unsere Fackel. Und dann nehmen wir noch eine Wand. Die setzen wir mal dahin. Da, da. Dann hier eine Wand. Und da eine Wand. Hier machen wir noch ein Fenster hin. Und ich hätte eigentlich da ein Fenster hinmachen sollen. Ah, egal. Dann hier Fenster. Fenster. Oh, Leute, das wird nice. Unser erstes Häuschen. Ich finde es schon mal sehr, sehr geil. So. Dann gucken wir mal in unsere Truhe rein. Weil da haben wir ja definitiv auch noch jede Menge Holz. Oh, shit. Schwimmt das jetzt weg? Ich hoffe es ja nicht. Oh, 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 oh. Oh, oh. That's not nice. So. Fenster. 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 So, Leute. Die Grundmauern sind schon mal gesetzt, würde ich sagen. Dann packen wir mal hier diesen ganzen anderen Klumbatsch, den wir hier noch haben. Den packen wir mal da rein. Ich weiß gar nicht, was sollen wir mit diesen ganzen... Hier. Schuhe und so ein Quatsch. Was sollen wir damit machen? Noch so ein Hemd. Magazin. Benzin. Erstmal gucken, dass wir noch schnell unser anderes Zeug bekommen. Nicht, dass das hier abtaucht. Schrottmetall. Sehr gut. Ich glaube, wir haben alles. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Leute. Ich glaube, da haben wir alles. Perfekt. Können wir das schon mal, was wir nicht mehr brauchen, noch? Oh, unser Inventar ist einfach so voll. Aber gut, Leute, ich würde sagen, ich sortiere das mal ein, baue vielleicht noch eine Truhe
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei Tageslicht in der nächsten Folge wieder. Bis dahin hoffe ich doch, dass euch die Folge gefallen hat, euch auch das Spiel gefällt und ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Däumchen, Abo nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wie gesagt, wieder. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.